Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon seht, heute gibt es das Postvideo. Ihr habt mir Briefe geschrieben und die werde ich jetzt vorlesen. Viel Spaß! Der erste Brief kommt von Sabina und ist in zwei Teile gegliedert, weil er wahrscheinlich zu lang war. Und ja, da ist die böse Teetante wieder und lässt ihr Feedback da. Positiv, also positiv hat sich nicht viel verändert. Immer noch hochwertige, kreative und interessante Videos. Hast dich nicht verändert, bist immer noch der nette, coole Zwinker und schusselige Leon. Alles klar. Immer voll süß, wenn du dich freust, dann freue ich mich mit dir. Einfach, weil ich es dir gönne. Man merkt, wie viel Mühe und Arbeit du in deine Videos steckst. Negativ, es gibt nur eine kleine Sache. Im Live hört man zwischendurch so PC-Geräusche. Ja, das, wie gesagt, keine Ahnung, woran das liegt. Das hat irgendwie mit dem Mikro zu tun, auch manchmal in Videos. Ich weiß nicht, wie ihr das wegbekommt, falls ihr da irgendwie einen Tipp habt oder so. Ich habe schon einiges probiert und auch Tutorials angeschaut, was auch immer, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist mein Mikro einfach nur diesbezüglich kacke. Wer weiß, keine Ahnung. So, Ideen. Mehr lustige Videos wie, wenn ich fail, ist das Video vorbei. Ja genau, habe ich auch geplant. Die Videos sind ja sehr gut angekommen. Und in nächster Zeit werden da auf jeden Fall noch einige folgen. Und auch mit euch wieder. Ich hatte ja schon im Stream letztens gesagt, dass ich geplant habe, mit noch mehr Leuten so ein Video zu machen. Dass die mich dann suchen müssen und so weiter. Genau. Wenn ich eine Fiona sehe, ist das Video vorbei. Das ist eine sehr gute Idee, stimmt. Wenn ein graues Curly... Ach stimmt, wenn man ein bestimmtes Pferd sieht, könnten wir auch mal machen. Danke für die Ideen. Dann wären kleine Aufgaben wie, wer hat das hässlichste Outfit oder eine Kleiderschrank-Challenge. Na gut, ich weiß nicht, ob ihr das so, ob euch das so gefallen wird. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Also für mich persönlich ist es jetzt nicht so, naja. Aber schreibt gerne mal, ob ihr das gut findet oder nicht. Gut, Fragen. Hannoveraner oder Trakehner? Ich glaube Trakehner. Sie oder Fjordi? Fjordi. Tee oder Tante? Tee. Robbe oder Fisch? Robbe. Du oder du? Schwere Frage, du. Okay, der zweite Teil. Hat es dich gestört, dass ich den Postfach vollgeschrieben habe? Ja, keine Ahnung, in den Streams ist es halt immer nervig, so mit sinnlosen Nachrichten, aber für die Videos natürlich immer wieder gerne. Oder wenn ihr einen netten Brief schreibt, könnt ihr immer gerne schreiben. Nur halt keine sinnlosen Spam-Nachrichten, das wäre ganz nett, danke. Ich musste diesen Brief wegen dieser einen Frage schreiben. Oh Mann, na super. Liebe Grüße von der Teetante, wünsche dir immer noch viel mehr Erfolg. Gut, dann vielen Dank an dich, Sabina, für die beiden netten Briefe. Und ja, dann machen wir einfach gleich weiter. Der nächste Brief kommt von Chloe Yellowcraft. Hey, ich sehe gerade dein Video wahrscheinlich und finde dich mega cool und sympathisch. Wegen dem Briefvideo wollte ich fragen, wie viele Pferde du hast. Ich habe 27 Pferde. Ich finde, du bist ein toller YouTuber, denke ich mal. Muss jetzt zum Jumpy, okay. Danke dir, Chloe, für deinen coolen Brief. Und ja, machen wir direkt mal weiter mit der Mandy. Mandy Cold Snack schreibt: Hey, hier ist ein Brief für dein Video. Hier noch ein paar Fragen. Wie gerne spielst du also so? Sehr, sehr gerne. Also echt jeden Tag. Wie oft bist du on? Wie gerade schon gesagt, so gut wie jeden Tag. Also eigentlich jeden Tag. Und das waren deine Fragen. Gut, auch danke dir, Mandy, für deinen Brief. Und der nächste Brief kommt von Holly. Holly schreibt: Wie lange spielst du schon SSO? Seit etwas länger als einem Jahr, also Anfang Oktober 2018 habe ich angefangen. Die Frage kam gerade zweimal, keine Ahnung warum. Was würdest du dir noch wünschen von SSO, was wir verbessern könnten? An sich verbessern? Ja, also ein neues Ding auf jeden Fall, neue Story Quest und verbessern. Vielleicht einige Dinge noch, dass die Pferdekosten in-game halt noch ein bisschen billiger werden. Also ein kleines bisschen so 100 Starcoins alles runtergesetzt wird, wäre ganz cool. Oder an sich verbessern halt, dass alles Alte jetzt endlich mal überarbeitet wird und die dann nicht noch viele Jahre für brauchen. Denn ich will endlich mal neuen Content im Spiel sehen. Genau. Hoffe, dass du alle Antworten beantworten konntest. Liebe Grüße, Holly. Gut, danke dir für deinen Brief. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Briefe. Ah, nochmal von Holly. Machen wir den erstmal direkt. Und zwar, wie lange... Achso, hatten wir doch schon. Ah, sie hat zweimal geschrieben, naja. Gut, dann von Chloe. Ich wollte dir nur mal sagen, dass du für mich der tollste, lustigste und kann ich jetzt leider nicht entziffern, YouTuber bist. Machst super Videos, bist mega lustig. Liebe Grüße, Chloe. Bitte darf ich in den Club und bitte vor Pinter Chumpy. Achso, das war wahrscheinlich während des Streams vorhin. Wegen Club, wie gesagt. Ich glaube, du hast dich schon beworben. Werden wir nachher gucken. Und ja, dann danke dir auf jeden Fall auch für deinen Brief. So. Ich glaube, sie hat nochmal was in den Club geschrieben. Ich habe eine Bestätigung. Ah, genau. Ja, wie gesagt, das schreibe ich dir nachher auf dem Discord. Gerade wo ich das Video aufnehme, sind wir da kurz davor. Nachher wollte ich das gleich machen.
Gut, der nächste Brief kommt von Jenny Slovin und der betrifft einfach Sea-Dog, bester. Ich kenne dich seit ein paar Monaten, feier dich mega. Du bist voll sympathisch und witzig. Ich hoffe, dass der Brief auch dabei ist. Ja klar, jeder Brief ist dabei im Video. Hab keine Ahnung, wie ich das, was ich denke, in Worte fassen soll. Ja gut. Finde ich halt mega toll und so. Bist mein Lieblings-YouTuber. Mein Lieblings-YouTuber, das so schreiben, okay. Ich hoffe, dass du bald die 1K schaffst. Ja, danke dir. Hoffe ich auch. Fehlen ja momentan nur noch 70, glaube ich. Und vielen Dank auch nochmal an alle neuen Abonnenten. Hättest viel mehr verdient. Ja, kein Plan, was ich jetzt noch schreiben soll. Bleib so, wie du bist. Ich grüße dein Sea-Dog. Vielen Dank für deinen Brief. Und ja, dann haben wir jetzt erstmal alle Briefe aus meinem Postfach hier. Vielen Dank nochmal an alle, die das geschrieben haben. Und einen Brief habe ich noch auf Insta bekommen, weil die Person das in SSO momentan nicht schreiben konnte. Und den werde ich jetzt auch noch gleich vorlesen. Und zwar kommt der von Elissa Sandville. Hi Leon, ich werde dir an diesem Brief Feedback geben und noch was anderes schreiben. Weiß gerade nicht was, lol. Ich habe eigentlich zu meckern, dein Kanal ist sehr gut. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Du hast auch einen sehr schönen Charakter und du bist auch lustig, weswegen ich mindestens einmal in deinem Stream oder Video lachen muss. Das freut mich auf jeden Fall. Mir fällt gerade nichts mehr ein, deswegen schreibe ich einfach, wie ich deinen Kanal gefunden habe. Es war einmal am Tag, es war der 21. September. Oh, okay. Mir war langweilig, ich habe nach deutschen SSO-YouTubern geschaut. Ich suchte als erstes nach Streams und tada, was ein Zufall, ich fand dich. Echt? Cool. Klickte sofort drauf und habe mich sofort wohlgefühlt. Ich schaute nach, wie du heißt, habe dann auch gesehen, dass du gerade mal 172 Abos hattest. Ja, mir gefiel der Stream gut und weswegen ich dich auch gleich abonniert habe. Nun sind es 43 Tage her und ich liebe deine Videos, Streams und Zuschauer. Grüße gehen raus an Sabina und Fiona, natürlich und natürlich deinen Charakter. Ich hoffe, ich bleibe noch lange einer deiner Abonnenten. Als ob du das genau ausgerechnet hast, dass das 43 Tage sind, okay. hab euch lieb. PS, ich mag deinen neuen YouTube-Namen Sabina. Alles klar. Okay, danke dir auch für deinen Brief, Anissa. Und ja, damit haben wir jetzt alle Briefe fertig. So, dann wollte ich nochmal sagen, vielen Dank an den ganzen Support die letzten Wochen, Monate und so weiter. Und nochmal vielen Dank für die ganzen Briefe, die ich jetzt bekommen habe. Wenn ihr wollt, können wir das irgendwann in ein paar Monaten nochmal machen. Und ich hoffe, ich konnte eure Briefe alle zufriedenstellend beantworten. Und ich hoffe auch, ich habe keinen übersehen, sollte ich eigentlich nicht. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.